Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir mit unserem Gast Dr. Med-Heinz Lüscher über das Thema Bluthochdruck. Welche natürlichen Möglichkeiten es gibt, diesen zu senken, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Heinz, schön, dass du wieder da bist. Hallo, Corinna. Schön, dass wir auch farblich auf Bluthochdruck heute abgestimmt sind. Wussten wir gar nicht. Aber schön. Thema Bluthochdruck. Ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile schon 16-Jährige, die Bluthochdruck haben. Ja, also das scheint auf jeden Fall nicht erfreulich. Ja, Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit, das kann man wirklich sagen. Also Leute über 50, die normalen Blutdruck haben, die sind in der Minderheit. Ja. Was natürlich auch immer wieder verlockt, wenn der Patient dann zum Arzt kommt, dass er sagt, ja, das ist normal, das ist halt im Alter so. Das finde ich immer das so. Das sagt bisschen. Der Arzt nicht. Ja, das wäre schön. Das habe ich schon öfters gehört. Also was, der hohe Blutdruck? Oder Das stimmt natürlich, dass der Blutdruck im Laufe des Lebens etwas ansteigt. Das stimmt schon. Aber weil die Gefäße etwas unelastischer, etwas rigider werden. Und das erhöht den Blutdruck von Natur aus. Hm. Aber nicht auf 180. Ja, und da nimmt man dann auch immer gern mal einen Blutdrucksenker. Ja, schau mal, als ich vor 30, 40, fast 40 Jahren war ich Hausarzt, da galt eine Regel, Blutdruck 100 plus Alter sei normal, der obere, der systolische Wert. Mhm. Also bis 60 gilt das, nicht bis 90. Gut, also bis 160 im Alter haben wir damals toleriert. Mhm. Und jetzt gibt es einfach neue Studien. Es gibt eine große New York-Studie, etwa 5-6 Jahre alt, oder? Wo das Resultat ist, wir müssen bei allen Patienten hinunter bis 120. Wer die Studie wohl bezahlt hat. Und aber ich sehe in der Praxis, dass viele Kollegen das umsetzen. Hm. Ja, also auch Menschen in meinem Alter wird auf 120 heruntergedrückt. Und das betrachte ich für unnötig, vielleicht sogar falsch, weil, wie ich schon sagte, normalerweise steigt der Blutdruck etwas im Laufe des Lebens. Unsere Gefäße werden nicht nur steifer, sondern es gibt auch eine gewisse Arterienverkalkung. Das ist normal. Und wenn jetzt im Gehirn einzelne Gefäße etwas verengt sind durch eben Ablagerungen, dann brauche ich einen höheren Druck, dass mein Gehirn genug durchblutet ist. Wenn ich jetzt bei einem 70-Jährigen auf 120 oder noch tiefer runtergehe, kann es sein, dass ich eine Mangeldurchblutung im Gehirn auslöse. Mhm. Und das möchte ich unbedingt vermeiden. Und was passiert dann? Also, ja, das ist den Leuten dann schwindelig und die fühlen sich nicht mehr wohl. Oder? Sie schwanken vielleicht. Oder? Also, wenn jemand mir von Schwindel berichtet, dann frage ich immer nach blutdrucksenkenden Medikamenten. Und ich merke es selber. Oder? Ich hatte vor 6 Jahren hatte ich mal eine Blutdruckkrise. Ich weiß heute noch nicht warum. Es war bei 200 auf 110, etwa so. Und da musste ich auch Medikamente nehmen. Es gibt solche extrem hohen Blutdrucke, die auf nichts anderes mehr reagieren als auf Medikamente. Aber ich habe dann natürlich versucht, das rasch wieder abzubauen. Und das ist mir auch geglückt. Aber eben, es gibt Phasen, wo etwas passiert, keine Ahnung, was da los war. Aber wenn ich jetzt mein Blutdruck unter 120 sinkt, dann ist mir schwindelig. Mhm. Ja. Ja. Das habe ich manchmal beim Wandern oder so, dass ich mich plötzlich für 10 Minuten muss fast mich hinsetzen. Ja? Und da weiß ich, ich habe schon per Zufall mal messen können, da war ich bei 105 oder so. Ja? Und dann Blutdruck ist dynamisch, das muss man einfach wissen. Und wenn ich dann zu Hause wieder messe, ist er wieder 140. Also das sind sehr unterschiedliche Werte, auch je nach Zeit. Ich habe gelernt, in der Nacht, wenn wir entspannt sind, ist der Blutdruck am tiefsten. Aber bei mir, wenn ich messe, ist er am Morgen, wenn ich erwache, am höchsten. Ich kann es aber nicht erklären. Mhm. Und ich habe das jetzt auch
weil es bei mir anders war, als ich es gelernt habe, habe ich jetzt das auch bei Patienten mehr und mehr beobachtet. Leute, die sagen, ja, ich messe es zu Hause, ich bin immer bei 150. Ja. Dann sagen, kommt mal in die Praxis und wir messen mal um 9 oder 10 Uhr. Dann sind sie bei 120. Keine Ahnung, warum das am Morgen hoch ist, aber das darf man dann nicht als Wert nehmen für den ganzen Tag. Ja. Also schau, der ideale Blutdruck ist sicher bei 120 auf 80. Da stimme ich zu. Aber bei älteren Leuten bin ich großzügiger. Also jetzt in meinem Alter, so mit 70, da lasse ich einen Blutdruck von 150 auf 90 zu, ohne Behandlung. Aber da bin ich schon eine Ausnahme. Ne? Man darf sich natürlich auch so ein bisschen mal noch auf seine Erfahrung verlassen als Arzt, oder? Ich sehe doch einen Patienten an, wie kommt der rein? Ist der gut durchblutet? Hat der ein gutes Gesicht? Weißt du, so sind... Oder sieht er aus völlig dehydriert und blaue Backen vor lauter geplatzten Gefäßen? Ja, absolut. Also die meisten Leute, die nur hohen Blutdruck haben, wir sind ja gesund. Die arbeiten, das ist alles normales Leben, die müssen einfach Pillen nehmen wegen dem Blutdruck. Ja, und es gibt natürlich... Es gibt wenige Krankheiten, die den Blutdruck erhöhen, schwerwiegende, oder? Aber die sind selten. So eine Nierenarterienstenose, die Drucke macht über 200, das sind seltene Krankheiten. Also das habe ich praktisch noch nie gesehen. Die meisten, also über 90% aller Patienten mit hohem Blutdruck haben essentiellen Hypertonie. Das heißt, man weiß es nicht. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, ich habe jetzt hier von meinem Hausarzt Blutdrucksenker verschrieben bekommen, ich möchte die aber nicht nehmen. Was habe ich für Möglichkeiten? Wie kriege ich mich reguliert? Ja, also da muss man vorsichtig sein. Ich sage nie, ah, lassen wir weg und nehmen Natur. Das geht nicht. Also ich muss unter Kontrolle die Blutdruckmedikamente senken, aber nur, wenn die natürlichen Mittel in der Zwischenzeit wirken. Also man darf nicht einfach blind auf Blutdruckmedikamente verzichten. Das ist wichtig. Muss ich an meinen Patienten immer erklären. Viele meiner Patienten wollen ja natürlich behandelt werden. Aber da muss ich sagen, schau, wenn ohne die Medikamente dein Blutdruck auf 170 geht, dann musst du es nehmen. Es gibt mehrere Substanzen in der Natur, die Blutdruck senkend wirken, aber nur sehr milde. Also ich habe diesen Hammer, oder? Von einem Megaprodukt, das jetzt den Blutdruck von 180 auf 120 bringt, natürlich, den gibt es nicht. Müssen wir ganz ehrlich sein. Also, ich kann dir aufzählen, wir brauchen Omega-3, wir brauchen Vitamin D, wir brauchen Magnesium, wir brauchen Arginin, eine Aminosäure, und eventuell noch Cayennepfeffer. Das sind die letzten beiden erweitern die Blutgefäße und alles, was Blutgefäße erweitert, senkt den Druck. Und bei schwerwiegenden Fällen brauche ich alle diese Mikronährstoffe. Ja, L-Arginin kannte ich auch noch von diesem gerade Thema mit Potenzprobleme, kann man ja auch super nehmen zum Gefäße erweitern. Ja, also habe ich damals auch immer in den Seminaren, klar, wenn Diabetes Typ 2, richtig, diese ganzen Durchblutungsthematiken. Und dann hat das L-Arginin einfach da auch nochmal eine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Ja. Also es ist ja dann auch eine gute Kombination. Ja, also das erweitert die Gefäße natürlich überall. Ja. Na, dann hat man so schöne Nebenwirkungen, oder? Ich sage immer, die Natur hat auch Nebenwirkungen, aber sie sind immer positiv. Ja. Und gerade beim Omega-3, das hat ja auch, glaube ich, studienmäßig nachweislich eine blutdrucksenkende Wirkung sogar. Ich meine, da gab es eine Studie, wo man wirklich Blutdrucksenker und Omega-3 hochdosiert gegenübergestellt hat. Also über Omega-3 und Kardiologie gibt es sehr viele Studien. Das ist der Professor von Schack, ich weiß nicht, ob der auch schon bei euch war. Wirklich ein Kardiologe, Professor für Kardiologie. Und ist vielleicht der weltbeste Spezialist für Fette. Ne? Und er hat diese Omega-3-Säuren wirklich gut studiert. Und ich verlasse mich auf seine Resultate. Und wir wissen, dass die Herz... Pumpkraft, oder?
also die bei Herzinsuffizienz, dass die bis zu 10% verbessert werden kann mit Omega-3-Fettsäuren. Und wo Omega-3 in der Blutdrucksenkung wirkt, bin ich auch nicht ganz sicher, aber was ich weiß, ist, dass mit hohen Dosen Omega-3 gewisse Ablagerungen in den Blutgefäßen wieder aufgelöst werden können, was ja schulmedizinisch gar nicht möglich ist. Mhm. Und wenn die Gefäße natürlich wieder besser durchgängig sind, dann sinkt auch der Druck. Ja, das ist wahrscheinlich der Wirkmechanismus. Ja, das finde ich ja auch immer ein schöner Nebeneffekt, den man ja wirklich auch sieht und messbar ist, dass das HDL einfach ansteigt. Ja. Und dadurch habe ich ja auch einen tollen Effekt beim Cholesterin durch Omega-3. Ja, das HDL steigt ja, an. Ja, also habe ich immer, na, also das sehe ich immer, das, ja. Ja, da habe ich dir auch mal einen Tipp mitgegeben. Habe ich mal was von mir gelernt? Ja, ist wirklich gut. Ja, doch. Da wird ja auch schulmedizinisch behauptet, dass es schwer zu beeinflussen wäre. Ja. Jetzt, wo du sagst, muss ich sagen, ja, das stimmt. Also mein HDL, der HDL weiß ich nicht so genau, wo das liegt. Ja, und das ist aber auch die Krux, ja, das kann sein, weil HDL gilt ja als das gute Cholesterin, ja, genau. Das schützende, obwohl es nicht ganz so eindeutig ist, aber spannend. Mhm. Ja, doch. Also das geht auf jeden Fall. Die Thematik auch mit dem Gesamtcholesterin, dass der ja auch nicht mehr differenziert jetzt betrachtet wird, weißt du, es läuft ja jetzt auch so ein bisschen die Richtung dem Cholesterinsenker. Ja, gut, das hat ja eigentlich mit Blutdruck nicht so viel zu tun. Also Cholesterin ist für mich kein Gefahr. Ja. Cholesterin ist ein Baustein im Gehirn. Mhm. Wir brauchen hohe Dosen Cholesterin, dass unser Gehirn normal funktioniert. Und Cholesterin ist der Baustein auch von den meisten Hormonen. Also wenn ich Cholesterin senke, dann habe ich ein Hormonproblem und langfristig ein Gehirnproblem. Mhm. Ich glaube sogar in, das sind schon in Doku-Sendungen schon vorgekommen, oder? Ich glaube bei Arte war so etwas. Sogar im Mainstream, ja. Und also das ist klar. Aber in den Weiterbildungen werden wir gedrückt, oder? Ihr müsst senken. Ne? Mhm. LDL, das Gefährliche, sollten wir auf 1,4 senken. Oder? Meins ist so etwa bei 5. Oder? Ja, wenn das Verhältnis stimmt, dann wieder mit dem HDL ist ja noch. Nein, das stimmt bei mir auch nicht. Aber das interessiert mich gar nicht. Mhm. Weil diese Cholesterinsenkung ist ein sogenannter Surrogatmarker. Oder? Für mich ist entscheidend, was habe ich für eine Lebenserwartung? Und wie gesund bleibe ich? Und da ist praktisch kein Unterschied, ob man Cholesterinsenker nimmt oder nicht. Die Lebenserwartung ist praktisch die gleiche. Mhm. Also ich habe ein wunderschönes Instrument, dem Patienten zu zeigen, schau mal, wie das gewirkt hat. Mhm. Aber mich interessieren nicht meine Laborwerte, sondern wie lange kann ich gesund leben? Mhm. Ja. Vielleicht müssen wir zum Blutdruck zurückkehren. Ja, das machen wir auch. LDL sage ich schon, L-Arginin. Ja. OPC, waren noch die. Gibt es da noch was Wichtiges zu sagen, gerade beim OPC? Magnesium. Ja. Ja. Genau. Und eben Gallien, also L-Arginin, du hast richtig gesagt, das erweitert die Gefäße, wirklich messbar, spürbar. Oder? Und das wahrscheinlich ist Arginin das beste natürliche Blutdruckmittel, das ich kenne. Mhm. Aber es braucht die anderen dazu, damit wir eine gesamte Herz-Kreislauf-Gesundheit erreichen. Mhm. Ja. Gerade bei Magnesium auch. Es hat ja auch eine super Wirkung. Ja, eine entspannende auf die Muskulatur. Und wir dürfen nicht vergessen, auch ein Blutgefäß besteht aus Muskeln. Mhm. Ja, das Herz sowieso. Wenn wir Magnesiummangel haben, ist die Herzpumpkraft oder die Entspannungs auch im Herzen. Mhm. Der systolische Blutdruck kann dann erhöht sein. Ja. Mhm. Also, Magnesium hat ja, glaube ich, auch Einfluss auf den Säure-Basen-Haushalt, oder? Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Gerade, dass spricht man nicht auch ein bisschen darüber, dass die Übersäuerung auch ein entscheidender Ursache für Bluthochdruck sein kann? Wenn wir wieder bei den Ursachen sind, oder? Essentiell heißt, man weiß es nicht, aber du hast recht, die Übersäuerung spielt sicher eine Rolle, dass das Herz irgendwie, ja,
Es ist wahrscheinlich ja eher das Gefäßsystem, das den hohen Blutdruck verursacht, als das Herz selber. Mhm. Und was wir auch wissen, ist, dass Stress eine große Rolle spielt. Übersäuerung, da kenne ich jetzt keine Studien, gibt es wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Es gibt mittlerweile über 30 Millionen Studien, was so kann ich da alle lesen. Aber Lösung, weißt du, dass man jemand wirklich sagt, hier, da gibt es so eine klassische, versuch das mal, so wie du jetzt sagst, hier wirklich Magnesium, L-Arginin und dann schauen wir mal, ob das Ding noch überhaupt vorhanden ist. Genau, so mache ich es. Ja. Ich sage dem Patienten, jetzt nehmen Sie mal Ihre Blutdruckmedikamente weiter und ich gebe Ihnen Arginin und OPC oder Omega-3, mal zwei Sachen dazu. Und dann schauen wir wieder, wie entwickelt sich der Druck. Ja. Ich muss dann schon eine Senkung um 10 bis 20 mm Hg erreichen, mit diesen natürlichen Zusätzen, damit ich vielleicht eine halbe Tablette mal weglassen kann. Also das muss wirklich kontrolliert werden. Weil ein hoher, unkontrollierter, nicht bewusster hoher Blutdruck, das schädigt wirklich das Kreislaufsystem. Was fällt dir auf, wenn du jetzt einen Patient hast, der wirklich Blutdrucksenker nimmt, jetzt die Produkte nimmt? Wie reagiert der Blutdruck? Geht der systematisch runter? Fängt er an zu spinnen? Auf was muss der Patient sich einstellen? Meinst du auf Medikamente? Genau, er nimmt jetzt Blutdrucksenker und macht aber parallel, sage ich mal, schon mal L-Arginin, Magnesium. Weil also da gibt es ja auch Sachen zu beachten. Weißt du, wo der Patient drauf achten sollte? Ja. Man muss es ausprobieren. Das verstehen die Patienten auch nicht immer. Auch der Arzt muss ausprobieren. Nicht bei jedem Patienten wirkt das gleiche Medikament gleich. Mhm. Ja. Die einen brauchen Calcium-Antagonisten, die anderen ACE-Hemmer. Ein dritter reagiert besser auf Beta-Blocker. Mhm. Also auch der Arzt muss ausprobieren. Und der Blutdruck, wenn ich ein Blutdruckmittel nehme, dann ist er nicht morgen unten, oder? Es braucht zwei, drei Wochen, wo der Druck langsam herunterkommt. Und wenn das nach drei Wochen nicht der Fall war, dann muss ich das Medikament ändern. Mhm. Ja? Also so geht's schulmedizinisch. Und in der Natur ist es auch so. Ich habe Patienten, die reagieren auf Omega-3, andere nicht. Mhm. Ja? Also ich kann nicht einfach bei jedem gleich von Anfang an immer das Richtige geben. Also Medizin ist so eine Detektivarbeit. Man muss sich herantasten. Ich versuche mal das. Aus Erfahrung ist das eher wirksam, aber ich kann daneben liegen und dann muss ich eben ein anderes probieren. Und da haben manchmal die Patienten die Geduld nicht dazu. Mhm. Ja. Medizin ist keine exakte Wissenschaft. Ja, und jeder Körper ist auch individuell. Ich meine, wenn ich jemand jetzt Omega-3 gebe, und der haut sich dann zu Hause das Sonnenblumenöl oder Rapsöl rein, oder? Ja. Ist ja klar, dass dann das Omega-3 in der Qualität nicht mehr wirken kann, wenn die Antagonisten einfach zu arg dominieren. Ja. Also es kommt ja auch noch da drauf an. Ja? Wenn ich natürlich einen Patienten habe, der nichts trinkt, wie soll da ein Blutfluss zustande kommen? Ja? Ja. Viele sind auch einfach dehydriert. Ja. Ja, Dehydrierung spielt eine große Rolle, auch bei Schmerzen. Kopfschmerzen haben häufig damit zu tun, dass die Leute zu wenig trinken, auch Rückenschmerzen. Ne? Die Bandscheiben, die sind sehr empfindlich auf Wassermangel. Ne? Die schmerzen viel mehr, wenn man zu wenig trinkt. Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Also das sind so Nebenschauplätze, aber klar, eben auch der Stress, den kann ich ja auch nicht so beeinflussen, aber die ganzen Lebensumstände, die spielen eine große Rolle. Ich kann jetzt nochmals von mir, ich hatte eben vor ein paar Jahren hatte ich 200 auf 110, da musste ich zwei Medikamente in doppelter Dosierung nehmen, als er überhaupt einmal angesprochen hat. Heute habe ich noch eine halbe Tablette des niedrig dosierten, nebst den Vitalstoffen, die ich auch zu mir nehme. Also ich möchte das auch noch loswerden. Mhm. Ich muss dann die Arginin-Dosierung nochmals erhöhen um zwei Kapseln und dann hoffe ich, dass ich bald medikamentenfrei sein kann. Mhm. Ja. Schön. Ja, das sind ja auch die besten Beispiele dann, wenn man an sich selber die Erfahrung gemacht hat. Ja. Eines der häufigsten Diagnosen, oder, die Ärzte sehen, ist Hypertonie. Also nicht spaßen.
Wenn man weiß, ich habe einen hohen Blutdruck, heute hat ja fast jeder ein Gerät zu Hause und kann das messen. Mhm. Da kann ich nur noch mal sagen, nicht nur morgens beim Aufstehen und vor dem Schlafengehen messen, sondern einmal untertags. Mhm. Und wenn die Messungen untertags dann deutlich tiefer sind, dann ist auch die Krankheit nicht so schwerwiegend. Ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es mit dem Cortisolspiegel zusammenhängt, gell, morgens, wenn der noch hoch ist. Es ist ja ein Stresshormon. Ja, aber der ist nicht am höchsten, wenn du aufwachst. Der ist erst eineinhalb Stunden später, hat er seinen Höhepunkt. Ja. Okay. Ja. Mhm. Und dann ist aber der Blutdruck tiefer. Das widerspricht sich jetzt auch so ein bisschen mit unserer Theorie. Ja, okay. Mhm. Ja, spannend. Abschließend gibt es noch so ein paar To-Dos, Highlights, vielleicht auch nochmal Möglichkeiten, wo man sich informieren kann, wenn man wirklich mal einen Rundum-Check-up machen möchte. Ja, informieren kann man sich überall. Das hat so viele Informationen über Blutdruck. Wenn man nicht sicher ist, ja, man darf natürlich zu uns kommen. Unsere Praxis Weiss Medicine in Winterthur. Wir haben eine Filiale in Bruck. Das ist halt in der Schweiz. Mhm. Für die deutschen Zuschauer ein bisschen weit. Wir haben auch immer wieder Patienten aus Deutschland. Wahrscheinlich aufgrund von Sendungen oder Videos, ja, die dann Vertrauen haben. Oder was ich häufig höre ist, ja, gibt es denn in Deutschland auch solche Ärzte? Ja, natürlich, viel mehr als in der Schweiz, aber man muss sie halt suchen. Mhm. Ja. Aber wer niemand anders findet, darf auch zu uns kommen. Ja, schön. Danke, lieber Heinz, dass du wieder da warst. Ja, ich freue mich immer, wenn du kommst und so ein paar Tipps und Tricks uns weitergibst. Dankeschön. Bis bald. Ja. Liebe Zuschauer, ja, Thema Bluthochdruck, auch so ein Thema, aber umso schöner, dass es Gäste gibt, die uns immer wieder neue Lösungsansätze vorstellen. Und ich hoffe, der ein oder andere Tipp war für Sie dabei. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.